Im letzten Clip haben wir nach einer Kette gesucht, die aus mehreren orthografischen Wörtern besteht und in der im letzten Slot Alternativen stehen. Diese Alternativen waren aber sehr auf ein lexikalisches Feld begrenzt und deshalb in ihrer Zahl übersichtlich und natürlich bekannt. Was wir machen können, wenn wir aber nicht wissen, was in einem Slot stehen kann oder wenn wir uns nicht darauf festlegen wollen, das wollen wir uns hier anschauen. Angenommen, ich möchte untersuchen, wie House in einer definierten Nominalphrase modifiziert wird. Dann suche ich ja nach Phrasen wie The Old House oder The New House oder The Beautiful House. Dann weiß ich natürlich, dass in dem Slot mehr stehen kann als Old, New oder Beautiful. Wie suche ich nach sowas? Wir können das Problem mit Strategien lösen, die wir bereits kennen. Wir überlegen also, was im Variablen-Slot stehen kann, nämlich irgendeine Zeichenkette. Also suchen wir an dieser Stelle nach irgendeinem Zeichen, das mindestens einmal, aber natürlich unbekannt oft wiederholt wird. Also können wir den Wiederholungsoperator plus verwenden. Dann machen wir das mal und geben ein the %c, dann das neue Token, das aus irgendeinem Zeichen besteht, was ein- oder mehrmal wiederholt wird, und house %c. Wenn Sie aufmerksam waren, dann haben Sie vielleicht gemerkt, dass ich bei dem Variablen-Slot auf den %c-Operator verzichtet habe. Den kann ich natürlich setzen, muss ich aber nicht. Warum? Weil der Punkt jedes x-beliebige Zeichen findet, also egal, ob es eine Groß- oder eine Kleinschreibung ist. Und tatsächlich, wenn wir uns schon die ersten Ergebnisse anschauen, dann finden wir natürlich auch Belege in allen großen und Kleinschreibungsvarianten. Hier sehen wir sogar einen Beleg für The Large House of Commons, den wir vorher nicht gefunden hätten, weil dazwischen The und House noch ein Adjektiv steht. Ob das natürlich ein Beleg ist, den wir hätten finden wollen, das hängt von meiner Fragestellung ab und wäre ein Thema für sich. In dieser Abfrage haben wir das Plus verwendet und die Frage ist, können wir dafür auch den Wiederholungsoperator Sternchen benutzen? Falls wir das Sternchen einsetzen, was würden wir erwarten? Denn der Unterschied zwischen Plus und Sternchen war ja, dass das Plus sagt, das vorige Zeichen soll ein- oder mehrmals wiederholt werden, während das Sternchen sagt, wiederhole das vorige Zeichen null oder mehrmals. Also könnte man denken, dass dieses Token mit dem Sternchen formuliert auch gar nicht vorkommen muss. Wir könnten also erwarten, dass damit dann auch Belege der Nominalphrase gefunden werden, die nur The House enthalten, dass der Slot in der Mitte also optional ist. Probieren wir das einfach mal aus und tauschen Plus gegen Sternchen. Dann bekommen wir aber trotzdem die gleiche Trefferliste, nämlich 160 Belege und alle Treffer haben offenbar immer mindestens ein Element zwischen The und House. Warum ist das so? Das ist zugegebenermaßen nicht sofort ersichtlich und liegt ein bisschen an der Art, wie CQP Token speichert und darauf zugreift. Dazu schauen wir uns die Anfrage nochmal genau an, denn wir haben CQP tatsächlich gesagt, dass wir hier an der Stelle auf jeden Fall ein Token erwarten, nur dass dieses Token eben auch aus null Zeichen bestehen kann. Das ist aber nicht das gleiche wie zu sagen, dass das Token an sich optional sein kann. Also ein Token, das aus null Zeichen besteht, das gibt es bei CQP in der Regel nicht, es sei denn, es ist was in der Umwandlung der Texte schiefgelaufen und wurde so eine Art Null-Token definiert. Wie das im Hintergrund aussieht, darauf kommen wir in der nächsten Folge zurück. Wenn ich also in dieser Abfrage auch Belege haben möchte, in denen der zweite Slot optional ist, dann muss ich das offenbar anders lösen. Aber auch hier haben wir schon eine Strategie kennengelernt, wie man Elemente oder Gruppen von Elementen als optional markieren kann, nämlich mit dem Fragezeichen. Wir können das Token also als optional markieren, wenn wir eingeben the%c. Sternchen und ein Fragezeichen house%c und hiermit eben das zweite Token als optionale Gruppe markieren. Dann finden wir auch 1013 Belege, inklusive von definierten Nominalphrasen mit nur zwei Token. Sie können hier übrigens Klammern um das zweite Token verwenden, müssen das aber nicht, denn CQP erkennt hier alles zwischen den Anführungszeichen bereits als Gruppe und bezieht das Fragezeichen dann auf diesen ganzen Ausdruck, also auf das Token insgesamt. Im Übrigen ist es auch egal, ob wir hier Plus oder Sternchen verwenden, beide führen zum gleichen Ergebnis. Was aber, wenn wir uns gar nicht vorher festlegen möchten, wie viele Elemente zwischen The und House stehen, wenn wir also Phrasen suchen wie The Beautiful Old House? Überlegen Sie sich mal, wie man es machen könnte, denn auch hiervor kennen wir schon eine Lösung und die besprechen wir im nächsten Clip.